Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht um die aktuelle Situation in Israel und um die Frage der Stabilität oder Instabilität von Jerusalem. Es gibt einen Fernsehsender in Israel, ein christlicher Fernsehsender, TV7 Israel News mit Jonathan Hessen, die eigentlich jeden Abend Nachrichten aus Israel bringen. Und er hat einen messianisch gläubigen Pastor bei sich, mit dem er zusammen die aktuelle Situation in Israel bespricht. Und ihr könnt jetzt eigentlich nachvollziehen an dem Video, was ich euch gleich zeige. Die haben so eine Produktion gemacht von heute Abend, 28. März 2021, über die Situation in Israel, in Jerusalem, über die tiefe Spaltung, die dort herrscht, religiös, sozial, ethnisch, politisch. Die sprechen das auch an, das, was ich auch immer wieder in meinen Videos thematisiert habe. Und dann sprechen sie auch über Damaskus und sprechen über Jesaja 17. Jesaja 17 steht, dass Damaskus keine Stadt mehr sein wird. Die Feste Ephraims wird ein Steinhaufen sein. Das bedeutet, dass die Stadt Damaskus zerstört wird. Das Interessante an dieser Bibelstelle, und gibt es mehrere Punkte eigentlich, die interessant sind. Das eine ist, dass Damaskus noch nie zerstört wurde. Damaskus ist eine der ältesten Städte der Welt und wurde noch nie zerstört. Und diese Bibelstelle in Jesaja 17 spricht von einer kompletten Zerstörung von Damaskus, dass Damaskus keine Stadt mehr sein wird. Das ist schon mal interessant, weil das ist eine Prophetie, sagt auch gleich der Amir Zafat, heißt der, glaube ich, wenn ich das richtig ausspreche, dass diese Prophetie noch aussteht, weil das hat es noch nie gegeben, dass Damaskus keine Stadt gewesen wäre. Das heißt also, diese Bibelstelle liegt noch in der Zukunft, die muss noch erfüllt werden. Der zweite Punkt ist der, dass Damaskus die Feste Ephraims ist oder die Schutzmacht Ephraims. Wie kann das sein? Das kann nur dann sein, wenn Damaskus und Ephraim in einem Bund sind. So wie in der Antike der syro-ephraimitische Bund. Das heißt also, Damaskus kann nur dann die Schutzmacht, Schutzburg, Feste Ephraim sein, wenn Damaskus und Ephraim zusammen in einem Bund sind. Wie kann es sein, dass Damaskus mit Ephraim im Bund ist und nicht mit ganz Israel? Naja, nur wenn Israel auseinandergebrochen ist, ja. Also wenn Israel sich geteilt hat in einen nördlichen und einen südlichen Teil, so wie wir das auch immer in den Bibelstunden die letzten oder Bibel-Lessons die letzten Monate und Jahre uns angeschaut haben, nämlich in den nördlichen und den südlichen Teil, in das antike Ephraim und das antike Juda. Das wird in der Endzeit wiederkommen. Das heißt also, Damaskus kann nur dann mit Ephraim und nicht mit ganz Israel im Bund sein, wenn Israel auseinanderbricht. Also liegt das auch noch in der Zukunft. Darüber sprechen die beiden und ich wollte euch das gerne zeigen. Ich übersetze das auch für euch ins Deutsche, weil ihr daran sehen könnt, ob sich's gelohnt hat, die Videos von mir anzuschauen oder nicht. Wenn ihr die beiden miteinander reden hört und die Kenntnisse habt, die ich euch jetzt hier so in aller Kürze mitgegeben habe, wen das interessiert, den bitte ich erst, die Videos anzuschauen über das Auseinanderbrechen Israels. Ich blende euch das, jetzt muss ich überlegen, hier oben ein, ja. Da habt ihr den Link zu der Playlist. Da ist beschrieben, wo man in der Bibel sehen kann, dass Israel in der Endzeit auseinanderbricht. Schaut euch die bitte erst an. Diejenigen, die das schon angeschaut haben, die können jetzt mit dem Wissen, was sie haben, sehr, sehr schön einordnen, was die beiden da besprechen, wo sie vielleicht nicht ganz richtig liegen. Und vor allem können sie verstehen, dass die aktuelle Situation in Israel, die so gespalten ist, die beiden sagen auch, dass Jerusalem sehr, sehr stark gespalten ist und dass die Spaltung Jerusalems eigentlich ein Abbild ist für die Spaltung in ganz Israel. Die können sehr, sehr schön einordnen, wo die sehr nah ans Thema rankommen und was denen noch fehlt und was ihr an Wissen jetzt schon habt. Ja? Ich zeige euch mal den Film und melde mich anschließend nochmal bei euch. Ja? Ich wünsche viel Gewinn und Gottes Segen beim Zuschauen. Amir, eine der Schlüssel. Ziele von TV7 ist, Menschen dazu zu ermutigen, für den Frieden von Jerusalem zu beten. Dafür senden wir entweder TV7 Israel News, Jerusalem Studio und all die anderen Programme, die wir von hier aus produzieren. Das Ziel ist, den Leib Christi mit dem Werkzeug auszurüsten, das nötig ist, dafür zu beten, für Frieden, der durch die Verheißung kommt. Die sagt, wer immer dich liebt, wird mit göttlichem Segen ausgestattet. Und so viel mehr darüber hinaus.
Aber Jerusalems Stabilität heute ist in Gefahr. Und es ist eigentlich eine Tatsache, dass es keine Stabilität in Jerusalem gibt. Nicht in politischer Hinsicht, nicht in sozialer Hinsicht. Die Gesellschaft ist in vielerlei Hinsicht zerrissen, was die Realität in ganz Israel widerspiegelt. Israel ist im Moment in verschiedene Teile zerrissen. In links und rechts oder zumindest in das, was man sich darunter vorstellt oder in der Erwartung der Linken und der Rechten, wie die Zukunft aussehen soll. All das gipfelte am 23. März, vor einigen Tagen, wo du und ich und das ganze Haus Israel in die Wahllokale gingen, also die Wahlberechtigten ab 18, um für Jerusalems zukünftige Regierung zu wählen, wer auch immer Jerusalem regieren wird. Und nach 4 Versuchen in weniger als 2 Jahren gibt es immer noch kein sichtbares Ergebnis, um eine Koalition zu begründen, die notwendig ist in einem parlamentarischen System. Wo befinden wir uns gerade und besonders hier wollen wir etwas tiefer eintauchen? Aber was sagt uns die Bibel über den Status von Jerusalem? Also offensichtlich, wenn du dich auf Jerusalem beziehst, dann beziehst du dich auf die Nation von Israel, das Land, der Staat Israel, von dem es die Hauptstadt ist. Ich glaube das, und ich habe das heute geschrieben, ich glaube, dass die Instabilität des politischen Systems, die hier in Jerusalem ansässig ist, vorhergesagt und prophezeit ist, wenn es um die Atmosphäre geht vor dem Aufkommen des Antichristen. Es wird Chaos sein, die Bevölkerung wird deprimiert sein über ihre Führung, die Leute werden müde sein, erschöpft und schau, nach 4 Wahlrunden haben wir immer noch keine wirkliche Lösung am Horizont. Und man kann sagen, wie auch immer die Wahlen dieses Mal ausgehen, dass das Land, dass die Nation komplett zerrissen ist. Ich meine 13 oder 14 politische Parteien und jede mit ihren Sitzen im Parlament. Das sagt dir, dass niemand mehr alleine regieren kann. Wir hatten ein schweres Jahr mit dem so und so und wir kommen zum Glück da jetzt raus, aber die Menschen sind müde. Und das genau ist die Atmosphäre, von der ich glaube, also nicht nur hier, aber hier ist das, worum wir uns kümmern. Für den Aufstieg eines sehr charismatischen und sensationellen Weltbeherrschers, der am Ende Frieden und Stabilität bringt, Sicherheit und Fortschritt und als Bonus auch erlaubt, den Tempel in Jerusalem zu bauen. Aber lass uns das zur Seite tun, lass uns zu Syrien wechseln. In den letzten Monaten, gerade im Monat März, gab es mehrere Luftschläge von unidentifizierten Flugzeugen und keiner von ihnen wurde der Verantwortung, also bis auf einen wurde der Verantwortung Israels zugeschrieben. Einer war von Israel und einer von den Amerikanern. Die Amerikaner haben natürlich nur geantwortet oder haben zumindest behauptet, dass sie geantwortet haben auf Attacken von Hashd-e-Shaabi, also insbesondere aus Hashd-e-Shaabi war Sayyad al-Haq. Eine Hezbollah-Attacke, die Raketen gegen den internationalen Flughafen in Erbil geschossen haben. Also auf einen Teil des internationalen Flughafens in Erbil, der von den Amerikanern benutzt wird, Sektion C, benutzt von der amerikanischen Koalition. Aber besonders bezüglich dieser Attacken, die Amerikaner bezeichnen sich nur für einen verantwortlich. Und ich sag dir was, da gab es einige mehr, die von den Amerikanern ausgeführt wurden während dieser Zeit, wovon die Iraner sehr deutliche Informationen haben. Und die Amerikaner entschieden, das nicht zu veröffentlichen, weil sie zurückgeschlagen wurden. Israel führte einige angebliche, sehr spezielle Dinge durch, um die Nachschublinien zu sichern. Und ein anderer Akteur taucht auf. Wir haben die Türkei. Die Türkei hat ihre Drohnen benutzt, um die Nachschubwege von den iranischen Milizen in Syrien zu unterbrechen. Und dasselbe im Irak.
Also es ist etwas, das natürlich ihre eigenen strategischen Interessen betrifft. Es gab ein Notfalltreffen zwischen dem türkischen Außenminister und dem Außenminister vom Iran, Hamad Javad Zarif, am 19. März. Bei dem der Chef des MIT, MIT ist der Mossad, also der Geheimdienst der Türkei, Hakan Fidan, ich mag seinen Namen, es ist eigentlich vertraulich, aber Hakan Fidan ist eigentlich ein türkischer Name. Er war auch bei dem Treffen anwesend und die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die mit den Details dieses Gesprächs vertraut sind, sagten, er sprach insbesondere über die türkischen Operationen in Sinjar im Irak, worüber die Iraner sehr besorgt waren. Sie sahen das Ganze sehr problematisch. Sie signalisierten den Amerikanern, dass sie darüber nicht sprechen möchten vor den Wahlen im Iran. Das ist nur eine dieser Taktiken. Aber nach Syrien einzumarschieren, ist immer noch eine sehr große Herausforderung. Es ist ein Schlachtfeld in der Endzeit. Gib uns eine Info, wie all das tatsächlich aus biblischer Sicht einzuordnen ist. Syrien ist seit dem Bürgerkrieg, der vor 10 Jahren begann, der Spielplatz verschiedener Weltmächte. Sind die Amerikaner, sind die Kurden, sind die Russen und die Türken und die iranischen Revolutionsgarden, die sind übrigens fast überall im Moment, sind verschiedene Terrororganisationen. Es gibt lokale militärische Kräfte von Assad. Manche von ihnen sind pro-russisch, manche sind pro-iranisch. Das ist ein Durcheinander. Und alles, was es braucht, ist nur ein Streichholz, um eine große Explosion hervorzurufen. Und sieh mal, die Bibel sagt sehr deutlich in Jesaja 17, dass Damaskus, die am längsten bestehende Stadt der Welt ist, Damaskus wird ein Steinhaufe sein, es wird aufhören, eine Stadt zu sein, sagt die Bibel. Ich schaue mal und lese das mal. Ihr könnt das zu Hause mitlesen. Wir haben noch 5,5 Minuten. Also wir versuchen, das noch alles unterzubringen. Also ich lese es in Englisch und dann folgst du auf Hebräisch. Also wir fangen mit dem ersten Vers an, von Kapitel 17. Dies ist die Last über Damaskus. Siehe, Damaskus wird keine Stadt mehr sein, sondern ein zerfallener Steinhaufe. Die Städte Aroea werden verlassen sein, das Herden daselbst weiden, die niemand scheuche. Und es wird aus sein mit der Feste Ephraims. Und das Königreich zu Damaskus und das übrige Syrien wird sein wie die Herrlichkeit der Kinder Israel, spricht der Herr Zebaoth. Zu der Zeit wird die Herrlichkeit Jakobs dünn sein und sein fetter Leib wird mager sein. Also etwas, was auch meine Aufmerksamkeit erregt hat, ist Aroea. Aroea ist eine Stadt in Jordanien. Also gibt es hier eine Verbindung zwischen Syrien und Jordanien bezüglich dieses Themas? Ich glaube, dass Syrien komplett zerstört wird, dass die Hauptstadt komplett dahin sein wird. Und übrigens Jesaja 46 sagt, der ich verkündige zuvor, was hernach kommen soll und vorlängst, ehe denn es geschieht. Der Grund, warum ich das sage, ist, dass viele Prophezeiungen schon stattgefunden haben. Aber diese besondere, du und ich, wir wissen, Damaskus wurde nie vollständig zerstört. Es ist die am längsten existierende Stadt der Welt. Korrekt. Das ist der Grund, warum diese Sache in die Kategorie derer fällt, die noch nicht passiert sind. Aber wir können deutlich sehen, es gibt zwei Sachen. Damaskus wird keine Stadt mehr sein, in anderen Worten, es selbst wird kein Gegner mehr gegen Israel sein. Und wir wissen, dass Jordanien eventuell ein Zufluchtsort sein wird für die israelischen Menschen, wenn sie vom Antichristen weglaufen werden. Es wird sehr freundlich sein und sehr gastfreundlich und es muss seine Berufung anerkennen. Vor Jahren sprach ich auf einer prophetischen Konferenz in Deutschland
Da war ein Jordanier und er stand auf und sagte, ich habe eine Nachricht für Sie. Und ich sagte, okay, ich bin von Jordanien und wir bereiten einen Platz für euch vor. Und ich sage, was? Er sagte, wir sind Gläubige aus Jordanien und wir kennen den Auftrag unseres Landes, dass wir einen Platz vorbereiten für die vor dem Antichrist fliehenden Juden. Und wir haben schon damit begonnen. Ich sehe das so, dass Gott diese ganze Gegend von Israels Feinden reinigt, sodass es ein Ort ist, in dem wir nicht angegriffen werden oder der uns sogar aufnimmt, wenn die Zeit soweit ist. Damaskus kommt zu seinem Ende, unglücklicherweise. Aber das ist nicht wegen irgendetwas, sondern schau dir an, was da passiert. Ich meine, lass uns das wahrnehmen. Als ich die Explosion in Beirut gesehen habe, erinnerst du dich? Wir mussten nichts bombardieren, damit die Stadt nicht mehr existieren würde. Alles, was du brauchst, ist, es steht dort Me'imapala. Me'imapala ist, es fällt einfach aus. Me'imapala heißt, du wirst ausgerissen. Me'imapala heißt, es fällt einfach aus. Ja. Das bedeutet, das ist von innen heraus. Es könnte eine Explosion von innen heraus sein. Es muss kein Angriff von außen sein. Schau dir an, was in Beirut passiert ist. Eine Explosion, die ein Drittel der Stadt lahmgelegt hat. Mein Punkt ist der, wir wissen nicht, wer das tun wird, aber wir wissen, dass es passieren wird. Und wir wissen, dass es wahrscheinlich der Auftakt zum Hesekiel-Krieg sein wird. Und nun, wer sind die Hauptplayer, wenn nicht die Türkei, Russland und der Iran, die schon in Syrien sind? Und weißt du, Russland will etwas von Syrien. Die Türkei hat ihr Interesse, der Iran will Syrien auch kontrollieren. Aber wenn Syrien irgendwann raus ist und weg ist, niemand weiß das. Wir wissen es einfach nicht. Nun, diesen Monat gab es auch das Treffen zwischen Gabi Ashkenazi, der israelische Außenminister, und sein russischer Gegenpart trafen sich in Moskau. Da gab es ein ziemlich intrigantes Gespräch. Gabi Ashkenazi deutete an, dass es bereits Gespräche gäbe zwischen dem Assad-Regime und Israel, darüber Frieden zu bewahren, aber und es wurde vermittelt von Russland. Ja, es wurde vermittelt von Russland. Die Russen sind sehr scharf drauf, das Verhältnis mit Israel aufzubessern, auch wegen der Biden-Administration. Die Russen verstehen Jerusalem als ihre Autobahn in Richtung Washington. Aber natürlich Damaskus in diesem Zusammenhang ist keine glückliche Stadt. Es wurde bombardiert während der Revolte 1926. Wir hatten die Sultan Batel Atrash-Schlacht, wir hatten das französische Mandat und die französischen Kräfte, die sie rausgetrieben haben. Sie verließen Syrien und Damaskus, nachdem sie 10.000 Syrer getötet hatten. Es hat viel Leid gesehen. Aber wir werden das noch weiter und sehr gezielt diskutieren in der nächsten Episode, weil unsere Zeit abläuft. Danke dir sehr, Amir, dass du bei mir hier in Jerusalem warst. Und ich möchte mich auch bei den Zuschauern bedanken, dass ihr TV7's Times Observer eingeschaltet habt. Gott segne euch und bis zum nächsten Mal. Ja, ich glaube, das war interessant. Gerade vor dem Hintergrund dessen, was wir bisher schon uns angeschaut haben, mal abzugleichen, was die beiden hier bewegen und wie die das einordnen. Wenn ihr die Videos angeschaut habt von mir, dann könnt ihr auch einschätzen, ob sich das gelohnt hat, die ganze Zeit zu verbringen am PC und sich durch diese Texte alle durchzuquälen. Ja? Wenn es so ist, dass diese Zeit näher rückt, dann seid ihr eigentlich bestens informiert über das, was die Schrift sagt. Und an dem, was die Bibel sagt, können wir dann Maß nehmen mit dem, was in der Weltpolitik passiert. Das ist der Weg, den ich immer gehen möchte, aus der Bibel in die Weltpolitik und nicht wie viele, viele andere aus der Weltpolitik in die Bibel und die Texte dann so verbiegen und verdrehen, dass sie irgendwie auf die gegenwärtige Zeit passen. Wenn es so ist, dass die Strukturen, die wir uns bisher angeschaut haben, jetzt sich nach und nach abbilden in Israel, dann wäre Zeit, dass die 70. Jahrwoche beginnt und dass Jesus irgendwann auch dann wiederkommt, zügig. Bald, wenn ich sage bald, meine ich nicht Stunden oder Tage, ich meine auch keine Wochen, ich meine auch keine Monate, sondern ich meine bald im Zusammenhang der Zeiträume, die die biblische Prophetie uns vorgibt. Ja? Nachdem Jesus gestorben ist, zum Beispiel im Jahr 30, 32 nach Christus, hat der Tempel auch noch fast 40 Jahre gestanden. Und bis Israel dann gänzlich zerstreut war, war es bei der Bar Kochbar-Aufstand da 135 nach Christus. Also es sind längere Zeiträume. Wenn ich sage, Jesus kommt bald, dann meine ich so in Halbdekaden oder Dekaden, das sind so die Zeiträume.
Aber wie gesagt, ich denke, das war ganz interessant. Ich danke euch sehr fürs Einschalten, wünsche euch eine gesegnete Woche und bis bald.